Wer sich keine frischen Lebensmittel aus dem Supermarkt leisten kann, wer jeden Monat aufs Neue überlegen muss, wie er sein Dach über dem Kopf bezahlt, weil das Geld zum Leben einfach nicht reicht, der gehört wohl zu den Armen in Deutschland. Die Zahl der Bedürftigen, die steigt seit Jahren. Und mittlerweile, so hat man den Eindruck, gibt es nicht mehr nur eine Schere zwischen Arm und Reich, sondern auch eine Art Konkurrenzkampf unter den Armen. Unser Thema heute bei Zur Sache. Was tut die Politik für die Bedürftigen im Land? Zur Sache. Will's wissen. Täglich frisches Gemüse, frische Milchprodukte aus dem Laden, so wie hier. Nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Als die kostenlose Ausgabestelle Die Tafel in der Ruhrgebietsstadt Essen einen Aufnahmestopp für Ausländer ausgesprochen hatte, da waren darum viele entsetzt. Wie kann man sowas machen? Und seitdem wird aber endlich mal wieder darüber gesprochen, was da eigentlich los ist in Deutschland. Dass es riesengroße Schlangen vor den Lebensmitteltafeln gibt, weil die Menschen auf kostenloses Essen angewiesen sind. Wie sieht es bei uns im Land aus? Müssen auch hier Menschen an den Tafeln abgewiesen werden? Katrin Lindemann hat sich einen Überblick verschafft. Hat Deutschland ein Armutsproblem? Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass in diesem reichen Land so viele Menschen gibt, die froh sind, wenn sie hier 3, 4 Kartoffeln kriegen. Das hat sich auch im Laufe der Jahre gesteigert. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Sache an Lebensmitteln vorhanden. 9 Uhr in Mainz. Bei der Tafel bereiten die ehrenamtlichen Helfer alles vor. Lebensmittel werden portioniert und später sortiert. Dieses Fleisch hier zum Beispiel, darf man das noch benutzen? Wie läuft das? So, jetzt gucken wir erstmal aufs Datum. Da steht mindestens haltbar bis 13.03. Das heißt, man könnte es eventuell noch einen Tag länger benutzen, würde ich aber nicht machen. Frisches Fleisch geht bei uns sofort an die Theke raus. Und bei dem Joghurt da hinten, ist es bei Joghurt anders? Bei Joghurt ist anders. Also Joghurt dürfen wir, im Moment haben wir da eine Regelung bis zu 10 Tage nach dem Datum, was drauf gedruckt ist, noch rausgeben. 200 Bedürftige hat die Tafel in Mainz. Wer einen Sozialausweis hat, darf kommen. Das erzählt uns Peter Schmitz. Bei ihm müssen sich alle anmelden und 1,50 Euro bezahlen. Aber alle dürfen nur noch einmal die Woche kommen. Das ist gesehen auf die Menge der Leute, die also die Woche über kommen. Ja, leider nicht anders zu machen. Weil zu viele sind? Weil es zu viele sind. Und wir haben ja auch nur eine begrenzte Sache an Lebensmittel vorhanden, die wir von den Geschäften bekommen. Die müssen wir verteilen. Es ist schon lange nicht mehr für jeden alles da. Margarine haben wir nur. Ja, Butter haben wir nur, Kräuterbutter. Die Mehrzahl der Kunden sind Migranten. Aber es kommen auch immer mehr Alleinerziehende und Rentner. Durch hohe Mieten bleibt ihnen oft zu wenig übrig, erzählen sie uns. Der Ansturm, er wird immer größer. Ich bin jetzt 11 Jahre hier dabei und es hat sich ziemlich gesteigert. Aber warum gibt es immer mehr Tafeln? Schaut man sich die Entwicklung in Deutschland an, fällt ein Jahr auf. 2005, der Beginn von Hartz IV. Seitdem haben sich die Zahlen der Tafeln fast verdoppelt. Das gleiche Bild auch in Rheinland-Pfalz. Viele Besucher der Tafel in Mainz bekommen den Hartz-IV-Basisregelsatz. 460 Euro monatlich sind das. Vor der Kamera möchte keiner mit uns sprechen. Aber sie erzählen uns, dass sie ohne die Tafel nicht zurechtkommen würden. Ist der Hartz-IV-Satz zu gering? Kritik an der SPD-Erfindung kommt von Sozialministerin Betzing-Lichtentäler. Sie fordert eine Nachbesserung von Hartz-IV. Ich finde, es ist halt von der Zusammensetzung falsch. Ich finde, diese besonderen Anschaffungen müssten herausgerechnet werden. Es müsste wieder einmalige Beihilfen, zum Beispiel für den Bereich der weißen Ware, von Elektrogeräten, Kühlschrank und so weiter geben. Und der Rest im Regelsatz bleiben. Damit würde der Regelsatz steigen. Ja. Der Ruf, Hartz IV zu erhöhen, er wird lauter. Einige Tafeln können den Ansturm nicht mehr bewältigen. Denn 2015 kamen mit den Geflüchteten noch mehr Bedürftige dazu. In Speyer gibt es zurzeit einen Aufnahmestopp. Aber anders als in Essen für alle Bedürftigen. Das Problem, jeder Aufnahmestopp führt zu einer Neiddebatte unter den Ärmsten. Viele brauchen etwas und nicht alle bekommen etwas. Die Tafel in Mainz erwartet mehr von der Politik. Sicher fühlen wir uns im Stich gelassen, weil wir schon erwarten würden,
dass vom Bund, vom Land und auch von der Stadt einiges hier unterstützt wird, wenn wir nur zum Beispiel die Räumlichkeiten hier nicht zahlen müssen. Das wäre für uns eine große Hilfe. Aber wir kriegen keinen Cent. Die Mainzer Tafel muss das auffangen, was die Politik eigentlich schon vorher vermeiden könnte. Wenn die Ärmsten um ihr täglich Brot kämpfen müssen, ist das für die Zukunft ein schlechtes Zeichen. Ja, und bevor ich gleich live mit dem Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes spreche, müssen wir vielleicht auch noch mal genauer definieren, wann jemand in Deutschland als arm gilt. Im Zur Sache PIN von Jörg Armbrüster. Zur Sache PIN. Was heißt eigentlich arm? Naja, wenn man sich zum Beispiel Luxusgüter wie einen Urlaub oder ein Auto gar nicht erst leisten kann. Hier in Deutschland ist jetzt keiner wirklich absolut arm, dass gar nichts mehr geht, sag ich mal. Aber durch Hartz IV hat man halt diese absolute Grundsicherung nur. Oder wenn man am Strom, an der Heizung spart, weil das Geld nicht reicht. Wenn man Hartz IV ist, ist man arm. Armut betrifft in Deutschland vor allem Langzeitarbeitslose, Rentner und Alleinerziehende. Einige Menschen sind sogar so arm, dass sie ihren Strom nicht mehr zahlen können. Im vergangenen Jahr waren das 330.000 Haushalte. Aber wer gilt eigentlich als arm? Dafür gibt es in Deutschland eine Definition. Arm ist, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens hat. Das heißt für einen Single weniger als 917 Euro netto im Monat. Bei einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern liegt die Armutsgrenze so bei etwa 2.000 Euro netto monatlich. Deshalb gilt derzeit fast jeder sechste Mensch in Deutschland als arm, Tendenz steigend. Doch diese Armutsquote sei nicht korrekt, bemängeln Kritiker. Die Zahl sei zu hoch. Dazu ist jetzt live aus Berlin zugeschaltet der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider. Schönen guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend. Herr Schneider, wir haben es gerade gehört, die Armutsquote sei nicht korrekt, bemängeln Kritiker, die Zahl sei zu hoch berechnet. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Ach, wissen Sie, ich glaube nicht, wenn man die Bilder gesehen hat von den Tafeln, wenn man in letzter Zeit die Diskussion mitverfolgt hat, wie schlecht es den Menschen geht, dass es jetzt die entscheidende Frage ist, ob es 12 Millionen, 11 Millionen oder 10 Millionen sind. Richtig ist, wir wissen, rund 8 Millionen leben von Hartz IV oder Altersgrundsicherung. Und das sind genau die Menschen, die Sie vorhin gezeigt haben, die zur Tafel gehen, bei denen es absolut nicht reicht, über den Monat zu kommen. Ich glaube, es ist nicht die Zeit für statistische, schöne Diskussionen, sondern Zeit zum Anpacken und die Armut zu bekämpfen. Bisher war ja dieses Prinzip der ehrenamtlichen Arbeit für die Tafeln ja ein gut funktionierendes und auch viel unterstütztes System, Gott sei Dank. Wie groß ist denn das Problem der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Gruppen um Lebensmittel mittlerweile? Also was wir hören, seit Jahren hat diese Konkurrenz zugenommen, deshalb, weil ja die Armut zugenommen hat. Sie hatten vorhin die Statistik gezeigt, mit Einführung von Hartz IV ist die Zahl der Tafeln rasant gestiegen. Das hat zwei Gründe. Einmal, die Menschen auf Sozialhilfeniveau sind mehr geworden. Vor Hartz IV hatten wir rund 3 Millionen, die von Sozialhilfe leben mussten. Und nach Hartz IV waren es plötzlich 7 Millionen. Und das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, auch das hatten Sie genannt in Ihrem Beitrag, der Regelsatz ist zu gering, der bei Hartz IV und Altersgrundsicherung gezahlt wird. Und deshalb dieses Problem, dass immer mehr zur Tafeln gehen. Deshalb das Problem, dass es hier tatsächlich zu Verdrängung kommt. Es ist so. Es ist ein Skandal eigentlich. Was sagen Sie dann zu Aussagen wie von Jens Spahn, der sagt, dass Hartz IV eben nicht gleich Armut bedeutet? Na, ich denke, jeder muss für sich selber entscheiden, wann er von Armut spricht und wann nicht. Und wenn Herr Spahn den Eindruck hat, einem Menschen Hartz IV geht es gut, dann ja, hat er offensichtlich ein Problem mit der Realität. Was man sich aber natürlich schon fragt, ist, warum dieses Problem mit den Tafeln jetzt erst auftritt. Denn der Höhepunkt der Flüchtlingswelle, der schien doch schon erreicht. Der Höhepunkt der Flüchtlingswelle schien erreicht. Aber Sie müssen sehen, trotzdem haben immer mehr Probleme, mit Hartz IV zurechtzukommen. Das ist es doch, was dahinter steht. Immer mehr Menschen haben Probleme, ein Single 417 Euro plus Wohnkosten. Bei einem kleinen Kind sind es gerade mal 240 Euro, mit denen man über den Monat kommen soll. Und das schlägt jetzt durch. Das schlägt jetzt einfach durch auf die Tafeln, weil natürlich auch die Lebensmittelspenden begrenzt sind und weil der Staat hier einfach nicht hilft. Er erhöht nicht die Regelsätze. Lebensmittelspenden sind eine gute Sache, aber keiner darf im Sozialstaat darauf angewiesen sein. Also Ihre Forderung wäre höhere Regelsätze?
unbedingt mit 4,70 Euro für einen Erwachsenen oder 2,70 Euro für ein Kind am Tag kann man sich nicht vernünftig ernähren. Und wir müssen auch sehen, wenn über Regelsätze gesprochen wird, viele Leute in Hartz IV oder in Altersgrundsicherung haben noch Ratenverträge laufen, die müssen abbezahlt werden. Viele haben auch an die Jobcenter selber Schulden. Viele müssen noch irgendeinen Kühlschrank und Ähnliches abbezahlen. Dieser ohnehin geringe Regelsatz steht häufig gar nicht zur Verfügung. Diese Menschen sind bitterarm. Danke fürs Erste. Wir reden gleich noch mal weiter. Denn nicht nur bei den Tafeln, auch auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich die Lage immer weiter zu. In größeren Städten wie Mainz oder Koblenz, da gibt es fast kaum noch bezahlbare Wohnungen für Geringverdiener, geschweige denn Sozialwohnungen für Bedürftige. In Ludwigshafen ist seit 2015 ja ein regelrechter Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen und die Konkurrenz zu deutschen Bedürftigen ausgebrochen. Thilo Bernhard über die große Not, ein Zuhause zu finden. Ludwigshafen-Mundenheim vor 2,5 Jahren. Alte Obdachlosenunterkünfte werden abgerissen, die Bewohner umquartiert. Da kriegt man halt den Zorn auf die Asylanten. Haben Sie jetzt was gegen Flüchtlinge oder was? Ich habe nichts gegen die. Aber die sind uns A-Warnung gegeben. Das alles für die guten neue Mitbürger. Danke, kann ich nur sagen, deutscher Staat. Seit Jahren wohnten die Menschen hier, hatten es sich gemütlich gemacht. Auf dem Gelände sollen Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Heute sind sie fertig gebaut und sehen so aus. Es sind keine luxuriösen, aber pragmatische und eben neue Häuser. Daneben wohnen die letzten zwei verbliebenen Familien. Ihnen droht ebenso die Umsiedlung. Reden wollen sie mit uns aber nicht. Dieser Fall zeigt, unter den Ärmsten der Armen nimmt der Kampf um den Wohnraum zu. Wir treffen eine Bewohnerin, die umgesiedelt wurde. Ja, klar ist man sauber auf die Stadt, weil klar, du kriegst da Heimat abgenommen, wenn die Blacknotch müssen, wo Schimmel und alles drin ist. Hier in dieser obdachlosen Unterkunft direkt nebenan wohnt sie jetzt. Es gibt 3 solcher Wohnblöcke. In einem wohnt auch der Pole Richard Stawicki, seit über 4 Jahren schon. Er zeigt uns seine Wohnung. Und das ist die Küche. Ich organisiere diese Möbel. Das ist früher bin leer. Und dann haben Sie da ein Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer. Für das er sogar zahlen muss an die Stadt, sagt er uns. 200 Euro für ein Zimmer, das er sich mit einem Algerier teilt. Die Stadt hat keine andere Bleibe für ihn. Für mich, ich bin Polen, hat auch keine Wohnung. Muss privat, immer privat suchen. Ne? Und das ist teuer? Das ist, für mich ist es zu teuer. Die Stadt kennt das Problem fehlender Sozialwohnungen, gibt uns aber kein Interview dazu. Schriftlich räumt man uns gegenüber ein. Die Baustandards sind auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau, zum Beispiel durch die Energieeinsparverordnung, gestiegen und damit auch die Baukosten. Es fehlt ein überzeugendes Anreizsystem für Investitionen in den Sozialwohnungsbau. So ist die Anzahl der Sozialwohnungen in Ludwigshafen seit 1996 um 1/3 gesunken. Im gesamten Bundesgebiet ist die Situation noch schlimmer. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Sozialwohnungen fast halbiert. Dabei wird mehr Wohnraum gebraucht denn je, nicht zuletzt für viele Flüchtlinge. Javid Mohammadi zum Beispiel sucht seit 1,5 Jahren in Mainz eine Wohnung. Oft ist er bei seinem Freund und lernt mit ihm für die Schule, denn in seiner derzeitigen Unterkunft ist es laut und eng. Ich war schon 1000 Mal auf diesen Wohnungsbesichtigungstermin, aber die Vermieter oder Vermieterin wollen meistens einen Student oder einer berufstätiger Mensch in Wohnung haben. Ich wünsche mir auch, dass ich eine einzige, also alleine Wohnung habe, damit ich mehr mich auf die Sache, auf Unterricht und auf Lernen konzentrieren kann. Die Wohnungsnot ist in Mainz so groß, dass selbst die Obdachlosenheime immer voll sind. 85 Männer jeglichen Alters leben hier. Wir lernen Daniel Hamann kennen, er lebt seit 3 Wochen hier. Weil ich einfach nichts mehr finde. Ich habe mich bei Freunden durchgeschlagen, auch in mehreren Städten jetzt, von hier bis nach Bayern. Nirgendwo irgendwas bekommen. Weil immer heißt es, ja, Sozialhilfe, nö. Er zeigt uns sein Zimmer. Die sogenannte Notunterkunft. Wo ich hierher kam, es war eine tierische Umgewöhnung. Allein 6-Bettzimmer war schwer am Anfang. Aber nach den ersten paar Nächten, wenn man sich auch mal so ein bisschen beschnuppert hat und die Leute kennengelernt hat, geht's eigentlich.
Aber es hat ein bisschen Überwindung gekostet. Ja, definitiv. Mit Glück kann er bald ins betreute Wohnen wechseln. Dort würde er dann alleine oder zu zweit leben. Und ein Sozialarbeiter würde ihm helfen, zurück in den Alltag zu finden. Dafür müsste aber jemand ausziehen, Platz machen sozusagen. Und das passiert kaum noch, sagt uns Thomas Steinfeld, der Leiter der Einrichtung. Es hat sich verändert, dass die Menschen aus der Maßnahme heute länger da sind. Also haben wir früher von einem Durchschnitt einer Wiedereingliederungsmaßnahme von 2 Jahren gesprochen. Ist heute nichts ungewöhnlich, dass jemand 3, 4 und manchmal auch 5 Jahre hier ist, weil wir keine Wohnung finden. Weil es absurd wäre, jemanden wieder auf die Straße zu entlassen oder in die Wohnungslosigkeit zu entlassen. Denn so soll eben eigentlich kein Mensch in Deutschland leben müssen. Draußen in der Badewanne, Herr Schneider, beobachten Sie das auch, dass es mittlerweile starke Konkurrenzen auf dem Wohnungsmarkt zwischen den verschiedenen Gruppen der Bedürftigen gibt? Ja, wobei allerdings das Problem schon deutlich älter ist als 2015, als sehr viele geflüchtete Menschen zu uns kamen. Das Problem hat sich im Grunde genommen langsam aufgebaut seit der Jahrtausendwende, seit damals die Regierung sich herausgezogen hat, mehr oder weniger aus dem sozialen Wohnungsbau. Uns gehen jährlich 80.000 bis 100.000 Wohnungen aus der Sozialbindung verloren. Sie hatten gezeigt, wie die Abnahme an Sozialwohnungen ist. Das macht sich bemerkbar. Wir haben in Deutschland ja nicht unbedingt zu wenig Wohnungen. Wir haben zu wenig bezahlbare Wohnungen. Das ist unser Problem. Und das haben wir zu lange einfach schleifen lassen. Und deswegen diese enorme Konkurrenz. Aber warum hat der Staat das abgegeben, diese bezahlbaren Sozialwohnungen? Ach, wissen Sie, das war ja damals nach der Jahrtausendwende so ein Irrglaube zu sagen, der Markt wird schon alles richten, der Staat braucht sich um nichts zu kümmern. Er ist jetzt ja nicht nur rausgezogen aus dem sozialen Wohnungsbau. Es sind ja auch viele Kommunen hingegangen und haben ihre Wohnungsbestände verkauft, auf den Markt gebracht, haben sich gefreut, dass sie nun schuldenfrei waren dadurch. Na, und jetzt fehlen ihnen die Wohnungen. Sie können nichts mehr machen, um auch wirklich einzugreifen in diesen Wohnungsmarkt und Wohnungen anzubieten den Menschen, die nicht so ein dickes Portemonnaie haben. Und hinzu kommt, dass man zu wenig politisch getan hat und auch heute noch zu wenig tut, um Wohnungsspekulationen zu unterbinden, um zu verhindern, dass Menschen verdrängt werden aus ihren angestammten Wohngebieten, weil mit den Mieten spekuliert wird, weil hier Mietpreise explodieren, gerade in Ballungsgebieten. Das heißt, das Problem, was wir hier sehen, ist im Wesentlichen, da muss man ehrlich sein, politisch gemacht, durch Unterlassungen. Und dann sagt eine Stadt wie Ludwigshafen, dass die Baustandards auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau, zum Beispiel durch die Energiesparverordnung, gestiegen seien und damit eben auch die Baukosten. Und dass es einfach an Anreizen für Investitionen im Sozialwohnungsbau fehle. Ist das dann eine Ausrede? Ruht sich die Stadt darauf aus oder was will sie damit sagen? Die Baukosten sind teurer geworden, selbstverständlich, durch gestiegene Standards. Das ist auch erstmal ganz in Ordnung und ganz vernünftig, wenn man Standards definiert und die eingehalten werden. Das Problem ist, dass die Politik mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus dem nicht nachgekommen ist. Wir haben Situationen, dass jetzt der Bund gerade wieder beschlossen hat, im neuen Koalitionsvertrag 1 Milliarde jährlich zu zahlen für den sozialen Wohnungsbau. Alle Fachleute wissen, um wirklich einen Mindestbestand zu halten, brauchen wir rund 3 Milliarden im Jahr. Und das passiert sehenden Auges. Zum Schluss, was sagen Sie denn, bei welcher Gruppe ist jetzt die Not der Wohnungslosigkeit am größten? Oder wo sind die Leute am meisten betroffen? Ich denke, am schlimmsten ist es, wenn man immer wieder erlebt, dass sogar alte Menschen oder Familien mit kleinen Kindern ihre Wohnungen verlieren, weil sie Miete nicht mehr zahlen können, weil es dann dazu kommt, entweder zu einer richtigen Räumung oder aber sie freiwillig vorher schon ausziehen. Wir haben heute in Deutschland über 300.000 wohnungslose Menschen, darunter auch viele Familien, viele Kinder. Sie leben bei Freunden, Bekannten, Verwandten oder in solchen Schlichtbauten, wie wir sie vorhin gesehen haben. Ich glaube, immer wenn Kinder da ist, dann ist das besonders schlimm. Aber ich will es gar nicht relativieren. Ohne Wohnung ist es für jeden Menschen wirklich völlig schlimm. Wohnung ist das Wichtigste. Ja. Herr Schneider, ich danke Ihnen für das Gespräch live aus Berlin. Nicht zu danken. Ja, und mehr zu dem Thema Armut in Deutschland finden Sie auch online auf unserer SWR-Internetseite.